eine Geschichte, über die ich wenig gerne spreche. Aber in Gottes Namen, 5, 6 Tage nach der Gefangenschaft bin ich mit einem Kameraden ausgebrochen. Aus der Gefangenschaft. Wir wurden wieder erwischt. Man hat uns vor das Lagertor geführt und dann auf einmal gab es 2 Feuerstöße aus Maschinenpistolen. Und mein Kamerad, das war ein alter Haudegen, ein Rittmeister, Russland-Veteran, erzählte, wie wir losgezogen sind von seinen Erlebnissen im Kessel von Demjansk, den hörte ich so qualvoll stöhnen. Und selber, ich hatte 3 Löcher im Leib. Ich war erstmal von dem Schock wie betäubt und auf einmal hörte das Stöhnen und Röcheln auf. Und ich schrie die Engländer an, What's the matter with the captain? He's dead, hieß es. Das war doch gegen die Konvention. Ich bitte Sie. Das war ein anständiger Kerl, mit dem Sie gefahren sind. Ein Draufgänger, ein Haudegen, feiner Kerl. Hat er Ihnen von seiner Familie erzählt? Ja. Er erzählte mir noch von seiner jungen Frau, die einiges jünger war als er. Zeigte mir noch sein Bild. Und ich habe, als ich nach Hause kam, mir immer überlegt, kann ich ihr schreiben? Soll ich ihr schreiben? Reiße ich eine alte Wunde auf? Weiß sie vielleicht gar nicht, wie er ums Leben gekommen ist? Soll ich schweigen? Soll ich nicht schweigen? Ich bin heute noch nicht im Klaren, ob ich richtig gehandelt habe, dass ich es nicht versucht habe. Wissen Sie, wo die Frau lebt? Nein, ich weiß nicht. Irgendwo im Rheinland war sie. Die Adresse habe ich, glaube ich, auch verloren. Das hatte ich so eingesteckt und da ist so einiges weggekommen, wie sie mir da mein Hemd aufgeschnitten haben. Wie hieß der Rittmeister? Es war ein Rittmeister Wilhelm Skrotzki von der Division Manteuffel. Als der Skrotzki neben Ihnen erschossen wurde? Ja. Haben Sie da Wut gehabt? Eine rasende Wut. Man denkt, dass man in dem Augenblick sagt, lieber Gott, verzeih mir meine Sünden und sei mir gnädig. Und ich schäme mich, das habe ich nicht getan. Ich habe nicht einmal an meine Mutter gedacht, oder ganz kurz nur. Ich habe bloß gesagt, die sollen nicht glauben, dass ich Angst habe. Ich glaube, es hat gewirkt. Aber der Skrotzki ist ihm bis heute nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe manchmal noch Albträume. Gibt es sonst noch Bilder aus diesem Feldzug, die Sie verfolgen und die ja. Sie träumen? Ja, also das in dem manchmal erzähle ich davon im Traum. Manchmal liege ich im Lazarett und schreie vor Wut und oder manchmal bin ich allein unter lauter Feinden. Haben Sie das Gesicht von dem Mann gemerkt, der Ihren Freund Rittmeister Skrotzki ermordet hat? Das war Nacht. Das war Nacht, ich konnte es nicht sehen. Ich sah bloß die Schattenrisse der Leute mit den Maschinenpistolen. Ich lag dann am Boden und um mich herum großes Geschrei und auf mich gerichtete Mündungen und dann kam einer. Ich habe gesehen, man war also da in dem Augenblick von einer entsetzlichen Hellsichtigkeit. Er hatte ein Panzerbarett an, auf. Die anderen hatten Stahlhelme und der rempelte den an und sagte, scher dich weg. Da gibt es keinen zweiten Feuerstoß.